zum Punkte fahren der Form. Ladies and gentlemen, we will present four decisions in the last part of this UCI Track Cycling World Championships, and we will present first the first final, the points race for women. Und die Fahrerinnen kommen auf die Bahn. Ich darf Ihnen kurz sagen, wer hier bei diesen Punkten fahren, da weiß man, wer the following riders will take the start in this women's points race. Er befällt sich an der Balustrade, neben Aufstellung. Maria Giulia Confagnoli aus Italien, Italy. Gianna Solovay, Ukraine. Vivina Eberhardt, Austria, Österreich. Tatsiana Sharakova, Belarus. Sofia Areola Navarro, Mexico. Maria Martins, Portugal. Janina Machakova, Czech Republic. Kirsten Wild, Netherlands. Victoire Berto, France. Lotte Kopetsky, Belgium. Victoria Piccoli, Poland. Elie Romain, America. Otto Hummel, Antonescu. Jennifer Vermont, USA. Alexander Lenin. Die Distanz 100 Runden sind hier zurückzusehen. 100 Runden, das sind 25 Kilometer der Gegenwehrbänder. Wiederum, die Dezision in der Sprint und 50 Präzision bei Einigung. Die Schüsse der Cecilia Lombard, der dritte Platz. Wir haben die dritte Dezision, das ist die Freiheit für die Tüte und Rollkreuz. Das ist für den Kappelkreuz. Von Gehlinger, der war also für die 20 Points und 21 Points. Von Lucy's Level, wir können von der current standings on the TSO scoreboard, also das Ganze werden wir natürlich hier auch auf der Anzeigetafel von TSO Ihnen natürlich auch noch mal darstellen, dass Sie morgen Ablauf gut mitverfolgen können. Herr Kastenbring ist Bundesweltmeister zusammen mit einem sehr erfolgreichen Fahrer in dieser Weltmeisterschaft, besonders an Ihnen. Ja, wir haben von Ihnen ein bisher wunderbaren Transportkader, also auch die Damen hier in Berlin haben ihre Hochgriff und wir sind bei der viertletzten Medaillenvergabe. Der Weltmeisterschaft angekommen, ein Bild, Stefan Rosen hat es angesprochen, heute auf der letzten Teil der Weltmeisterschaft am Sonntagabend, dann am ersten März, hier ist die Straße von der Laufung, als gestern von Oper Büstner in Belgien, heute können wir sie finden, jedenfalls vielleicht ein ewig zu das Wegepunkt, wo bei den Frauen in Punkte fahren, 1988 wurde der Wettbewerb zum letzten Mal ausgetragen und sie unter dem Fallfeld. Die australische Nationalmannschaft, die Startnummer 50. Das ist also die Titelverteidigerin. Unten links an zweiter Position im australischen Nationalmannschaft. Das ist die Titelverteidigerin. Heute war vor dem Gebäude aus Berlin und den Niederlanden. Und Kirsten Wild haben wir natürlich auch 2020 wieder am Start im niederländischen Nationalteam. Und es wäre eine weitere Medaille, die Kirsten Wild heute hier aus Berlin mit nach Hause nehmen würde, wenn es klappen sollte, denn sie hat ja unter anderem das Quench-Rennen schon gewonnen und gestern das zweite Rennen mit ihrer Teamkollegin Erik Peters, also zwei Goldmedaillen sind es bereits für Kirsten Wild und damit, wenn es nochmal klappen sollte, wäre das die erfolgreichste Athletin bis zum jetzigen Zeitpunkt dieser Weltmeisterschaft. Aber wir kommen ja heute noch zum Teilwettbewerb und da sind immerhin sie und auch der Sophie Friedrich eine Runde weiterkommen. Heute Nachmittag und das bedeutet, dass sie kämpfen heute erneut um Gold, Silber und Bronze. Vielleicht auch wird es nicht klappen, das werden wir nachher sehen, aber die beiden kämpfen dann auf jeden Fall mit Kirsten Wild auf die Niederlande gleichziehen. Wir warten noch kurz auf die offizielle Startfreigabe mit Christian Magira. Der Rollerstand ist freigegeben worden, insofern, dass wir neu qualifiziert gestartet sind. Aber Stefan, das bedeutet, den offiziellen Start sollten wir jetzt verstehen. Ja, und wir haben hier die Lauf-Ausweitung und die Sicherheit, dass wir uns die Messer von der Schwanen-Gold auch in den Wettbewerb gesehen und natürlich auch das freie Mannschaftsfahren. Und sobald es jetzt zusammen ist, wird das Geld wieder freigegeben. Das ist der nächste Sonntag, das ist der 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 Sonnt
Kennt ihr den Sieg nicht, ist er ungefähr 100 Meter von dieser Landebahn zu Hause.
Sharakova, Dallas, one point. Oh, das ist genau das, was man braucht, um einen durch den Punkt zu fahren. Nach der Wertung versuchen, um den durchzufahren. Und das macht den Punkt. Das betrifft eben auch die Italienerin, die sich vorne in der Gruppe von Schulz
ihre kleine Mexikanerin, die gewonnen hat, so gewonnen kann, kann man fast schon sagen. Aber es ist Applaus für die Mexikanerin, die kleine Kopia. Russia and Hong Kong for it.
Thank you.
Time trial is followed by knockout heats, fastest versus slowest.